Bonjour und bonsoir. Wir wollen uns mal gerade kurz die Gildenmissionen anschauen. Auch ein Spielelement, das man machen kann. Über die Taste M kommen wir ja in den Missionsbildschirm und dann über das Ausrufezeichen auf der linken Seite findet man da die Gildenmissionsangebote. Und da wollen wir mal gucken, wie sich das anlässt. Ich nehme da mal gerade die Argonen gegen Xenon an. Und schon kriege ich einen Leitstrahl und werde da zu einer Station geschickt, um da mit jemandem zu sprechen. Jo, dann fliegen wir da mal hin. Bring da gerade mal in mein Schiffchen Erreiche rein. System. Adäquate Entscheidung. In mein Quasar. Mit einer Flotte im Rücken von Perseus. Aber die Flotten, die habe ich jetzt auch schon ein paar Mal umgestellt. Da fliegen wir mal da zur Freya Klase. In Hatikvas Entscheidung 3 zum Briefing. Ja, da sieht man gerade mal die Staffel. Da habe ich mir jetzt mittlerweile noch 4 Quasars gekauft. In einem sitze ich selbst drin mit Pilot. Und meine Perseuschen, die ich die ganze Zeit hatte. Das sind schöne, schwere Jäger, diese Quasare. Mit 4 Waffen ausgerüstet, 4 Laser. So, ich habe da mal etwas abgekürzt im Video. Jetzt sind wir schon dabei, auf die Station zuzufliegen. Da werden wir jetzt gleich mal landen. Kommen dauernd noch weitere Missionen gerade an. Das typische Geräusch. Wing. Kriegt mir ja immer mal wieder so Missionen einfach in die Missionsübersicht geschickt. So sieht das hier aus. Argonen gegen Xenon. Einfach steht da hinten dran. So, da gehen wir mal zur Frau Glaser. In den Krisenbesprechungsraum. Pilotin. Erfreut, Sie kennenzulernen. Meine Aufgabe besteht darin, unsere Bemühungen gegen die Xenon zu koordinieren. Aufgrund der Bedrohung, die Sie darstellen, können wir jede Hilfe gebrauchen. Dass Sie hier sind, bedeutet, dass Sie als herausragender Bürger der Argonischen Föderation angesehen werden. Es gibt einen großen Bedarf an Piloten, wie Sie einer sind. Die Xenon waren schon immer eine unserer größten Bedrohungen. Viele sehen in ihnen eine Naturgewalt, etwas, das wir überstehen und überleben müssen. In Wahrheit bedeutet ihre Existenz jedoch Krieg. Wir können nicht einfach jeden vorbeifliegenden Piloten auf den Feind jagen. Jeder potenzielle Rekrut durchläuft zunächst eine Bewährungsphase. Wir müssen jedes Gefecht gewinnen oder sie überrennen uns. Ich bin mir sicher, dass Ihnen das bewusst ist. Andernfalls wären Sie wohl kaum hier. Lassen Sie uns loslegen. Noch irgendwelche Fragen? Der Umfang der Aufgaben ist vielfältig und reicht von Kampfeinsätzen bis zu Konstruktionsarbeit. Je nach Situation werden Sie aus einer Reihe von Aufgaben wählen können. Sie werden nach Beendigung jeder zugewiesenen Aufgabe bezahlt. Ein Bonus kann ebenfalls gewährt werden. Die Xenon sind eine Rasse intelligenter, sich selbst reproduzierender Maschinen, die in unserer gesamten Geschichte eine drohende Gefahr dargestellt haben. Sie wurden ursprünglich von den Terranern erschaffen, um den Weltraum zu erkunden und Planeten zu terraformen. Doch der Preis, künstliche Intelligenz kontrollieren zu wollen, ist hoch. Und nun, Jahrhunderte später, versuchen wir immer noch, ihren Fehler zu beseitigen.
Jedoch wissen wir nicht, wie weit sich die Xenon im Universum ausgebreitet haben. Alles, was wir aktuell machen können, ist auszuhalten und ihre weitere Ausbreitung zu verhindern. Jede andere Regierung, ob mit uns verbündet oder nicht, sieht sich der Bedrohung durch die Xenon ausgesetzt. Es ist die einzige Sache, in der wir uns alle einig sind. Wir hatten sogar einmal einen kurzzeitigen Nicht-Angriffspakt mit dem Heiligen Orden, als wir von den Xenon angegriffen wurden. Noch irgendwas? Nun gut, ich werde Ihnen eine passende Aufgabe zukommen lassen. Passen Sie auf sich auf, Pilot. So, das war das Briefing. Wir sollen einen Xenon N zerstören. Ja, da blinkt der auch schon. Tja, dann mal los. Das ist ja jetzt keine große Aufgabe. Hallo. Oder was meinst du, Pilot? So, da ist der Bursche schon. Fliegen wir mal hin. Mal gucken, was das ist. Tja, das war jetzt nichts Besonderes. Er hat ja noch nicht mal zurückgeschossen. Oh Mann. Das war jetzt mal voll easy. So, und dann zurück zur Freya. Zurück zur Freya und Vollzug melden. Da sind wir mal wieder Videoteleportiert. Videoschnitt-Teleportation. Captain. Ja, habe ich gesehen. Gute Arbeit. Ab jetzt finden Sie Aufgaben zu den Xenon in Ihrem Missionsmenü. Captain. Ja, mehr erzählt sie nicht. Gucken wir mal ins Missionsmenü rein. Was finden wir denn da? Argonen gegen Xenon. 3 Missionen. Ja, das sind dann so Missionen, die sich über mehrere Maßnahmen hinweg erstrecken, die man dann eben nacheinander abarbeiten kann. Na gut, so sieht das dann aus. Wie man sieht, kann man ja auch noch für den Heiligen Orden kämpfen. Und so weiter. Kann man sich ein paar Sachen aussuchen. Oder für das rechtmäßige Gottesreich. Die Violetten. Na gut. Ja, das war's erstmal. Ich sag mal tschüss.